lernen kann. Und ich habe gemerkt, ich kann das einfach nicht. Ich kann schon die Töne spielen, aber ich kann die richtige Phrasierung nicht. Also bin ich als traditioneller Musiker wahrscheinlich auf die Welt gekommen. Es gibt auch sehr viele Leute, die nur modern spielen können. Und zwar sehr gut. Meinst du denn nicht, dass man es lernen kann vielleicht? Ich glaube nicht. Nein. Lernen kann man sowieso wenig in der Kunst. Es ist immer eine Talentsache. Ist meine Ansicht. Mhm. Nicht? Man kann schon was lernen, aber man kann nicht einen Stil lernen. Mhm. Ein Stil ist einem angeboren. So denke ich zumindest. Was denkt ihr da? Auch was Ähnliches. Also auf jeden Fall hast du ja verschiedene Instrumente gelernt. Und angefangen hast du mit der Gitarre. Und irgendwann hast du dann keinen Trompeter gefunden, als du in Florenz warst. Und hast dann selbst die Trompete gespielt, ja? So ist es. Ich spiele verschiedene Instrumente und ein paar davon gehören mir sogar. Und ich wollte einfach immer, wenn es geht, jede Rolle im Orchester spielen. Also ich habe eine Zeit lang Posaune gespielt, ich spiele also wie gesagt Trompete, ich habe jetzt vor kurzem angefangen, unvernünftigerweise Klarinette zu lernen, so vor ungefähr 2 Jahren, ein schweres Instrument, und ich Gitarre auch, ich wollte einfach alles ausprobieren in der Band. Klavier kann ich nicht und am Schlagzeug bin ich auch sehr schlecht. Oskar, der Anlass ist ja nach wie vor der 60. Geburtstag, den du im Januar, glaube ich, gefeiert hast. Und aus diesem Grund haben wir oder hast du einige musikalische Weggefährten eingeladen heute Abend. Der Peter Schilperer zum Beispiel, mit dem du zusammen in der Dutch Swing College Band gespielt hast, der ist extra aus Holland hergekommen. Also es ist so, Peter Schilperer ist für mich einer der wichtigsten Musiker überhaupt in Europa und überhaupt. Er ist vielleicht einer der wenigen Europäer oder der einzige, der einen Instrumenten und einen Bandstil erfunden hat. Weil die Dutch Swing College Band klingt wie keine andere Band und da kann, ist gleich, wer da drin spielt. Und er klingt wie kein anderer Saxophonist oder Klarinettist. Und darum habe ich ihn so irrsinnig gern. Außerdem ist er wahnsinnig nett. Bill Grah war ganz am Anfang mit der Fatty George Band dabei. Wir spielen jetzt schon 37 Jahre zusammen. Ja, und wen hast du uns noch mitgebracht? Den Werner Keller? Werner Keller von den Tremble Kids. Einer meiner absoluten Lieblinge, auch als Persönlichkeit. Er spielt die Klarinette wie kein anderer. Er spielt Chicago-Stil. Er imitiert niemanden. Und am Schlagzeug haben wir einen ganz, ganz fantastischen deutschen Drummer, einen Jungen, der auch, man kann also der deutschen Presse und Kritik nicht vorwerfen, dass sie Kampanilisten sind, weil so ein Talent hätte eigentlich mehr unterstützt gehört, aber er ist noch sehr jung. Gregor Beck, ein fantastischer Drummer, und Isla Eckinger, mit denen habe ich so viele Platten gemacht. Und ich habe ihn kennengelernt, da war er ein Anfänger mit sehr viel Talent. Nicht? Und jetzt ist er ein Berufsmusiker mit noch mehr Talent, der in der ganzen Welt gefragt ist. Er lebt in USA und hat dort sehr viel Erfolg. In Hollywood sogar. Hm? Und das Ganze nennt sich European Dixieland Allstars. Lieber Oskar, ich danke dir für das Gespräch und ich möchte dich bitten, jetzt zur Bühne zu gehen, damit wir noch viel, viel Musik heute Abend hören können. Vielen Dank. Die European Dixieland Allstars. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch noch eine Person begrüßen, die ganz wichtig für den Oskar ist. Und das ist Oskars Mutter Agnes Klein. Sie ist heute extra aus Tirol hergekommen. Und sie hatte übrigens am Muttertag, am 13. Mai, Geburtstag. Und sie ist 80 Jahre alt geworden. Du hast natürlich sehr gut, der Titel. I can give you anything but love. Thank you.
Wenn man von Oscars musikalischen Weggefährten spricht, meine Damen und Herren, dann gibt es einen, der darf heute Abend auf keinen Fall fehlen. Dieser Mann tourt mit Oscar Klein seit 13 Jahren in ganz Europa. Sein Name ist Jerry Ricks und er arbeitet natürlich auch mit einem Soloprogramm sehr viel in den Staaten. Heute Abend ist er hier bei uns und wird mit Oscar Klein zunächst den China Blues spielen aus Philadelphia. Jerry Ricks. Baby, I said as far as I can go. Think I'd go to China, mama. Oh, baby, I said as far as I can go. Ain't no place in this whole wide world, mama. Lord, I swear ain't nothing in this town for poor me no more. To get an apartment for my children and my wife. Man said, you got the wrong color. There's a problem down your life. I said, no, it ain't. I think I'll go to China. Oh, mama, I said, as far as I can go. Ain't no place in this whole wide world, baby. Lord, I said, ain't nothing in this town for poor me no more. I met the blues before sunrise. Lord, I met them before sundown. Blues at the graveyard, baby. Lord, wouldn't you lower me down in the ground? I said, I think I'll go to China. Oh, mama, I said, as far as I can go. Ain't no place in this whole wide world, baby. Lord, I swear ain't nothing in this town for poor me no more. Then I went down to the gypsy, see what the gypsy could see. Gypsy said, oh Lord, son, Lord, you got the same problems as me. I said, I think I'll go to China. Oh, mama, I said, as far as I can go. Ain't no place in this whole wide world, baby. Lord, I said, ain't nothing in this town for poor me no more.
Who stole the cookie out the cookie jar? Not I stole the cookie out the cookie jar. Number one stole the cookie out the cookie jar. Not I stole the cookie. This is not a rap. This is format. Who stole the cookie out the cookie jar? Number five stole the cookie out the cookie jar. Not I stole the cookie out the cookie jar. And who stole the cookie out the cookie jar? Number two stole the cookie out the cookie jar. Not I stole the cookie out the cookie jar. Number. Number who stole the cookie out the cookie jar? Number. Number who? Cookie. Cookie jar. Cookie jar, cookie jar, cookie jar, cookie. Do the cookie. Hamburger, where you been? I said, round the corner and back again. Hamburger, where did you stay last night? When you came this morning, your shoes were tight. Hamburger. Hamburger, ham. Hamburger, 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 ham. Hamburger, hamburger, cookie jar, cook. Hamburger, cookie jar. Hamburger, hamburger, where you been? Around the corner and back again. Hamburger, where did you stay last night? You coming this morning, shoes were tight. Hamburger. Keys down, one, two, three, four. Do the bone. Thank you.
Vielen Dank. Liebe Zuschauer, bitte begrüßen Sie jetzt als nächstes zwei ganz, ganz großartige Künstler, die Ihnen sicherlich nicht unbekannt sind. Jedenfalls dann nicht, wenn Sie regelmäßig den ZDF Jazz Club anschauen, denn Sie waren beide schon mit Ihren eigenen Gruppen bei uns zu Gast und haben, so muss ich sagen, kräftig abgeräumt hier. Das Dennerlein Antolini Kleintrio ist Oscars jüngstes Projekt und, wie er mir vorhin anvertraute, auch bis jetzt sein liebstes. Hier sind der Schlagzeuger Charlie Antolini und die Organistin Barbara Dennerlein. Thank you.
Thank you.
das Dennerlein Antolini Klein Trio. Vielen Dank, Barbara, Charlie und vor allen Dingen bei Oscar möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass er uns so liebe Gäste mitgebracht hat. Danke, Oscar, das würden die Schweizer, glaube ich, sagen, denn Oscar hat mir gesagt, dass ihn da drüben niemand so nennt. So, wir nähern uns dem Ende und bevor alle Musiker noch einmal zu einem Titel auf die Bühne kommen, möchte ich mich schon mal von Ihnen verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage gute Nacht und lade Sie ein, jetzt noch beim Finale dabei zu bleiben mit Oscar Klein und allen Musikern des heutigen Abends. Thank you.
Ich verspreche Ihnen, wir bleiben dran. Ich hab's gesagt. Ich hab's wirklich gesagt. Und es war ganz leicht. Aber er sah irgendwie ziemlich betroffen aus. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass unser Verhältnis wirklich geklärt ist. Naja, langsam wurde es ja auch Zeit. Schließlich heiratet er morgen meine Mutter. Und ich heirate bald Michael. Na, und dann trennen sich unsere Wege sowieso. Das wirst du auch nicht mehr ändern, Julia.